15 Gründe, warum Leute WhatsApp für Telegram verlassen? Hallo meine lieben Freunde, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind bei guter Gesundheit. Heute mit Ihnen ein neues und wichtiges Video. Das sind 15 Gründe, warum Leute WhatsApp für Telegram verlassen? Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber bevor Sie es ansehen, abonnieren Sie den Kanal, um alles Neue zu erhalten, und folgen wir nun der Erklärung. Als die Leute WhatsApp verließen, erlebte Telegram einen massiven Boom. Aber warum wenden sich die Leute um? Seit WhatsApp seine umstrittene Datenschutzrichtlinie 2021 angekündigt hat, suchen Nutzer nach einer sichereren und weniger kompatiblen Alternative zu Facebook. Es scheint, als hätten sie es gefunden. Telegram bietet Funktionen, die ihnen nicht nur Privatsphäre bieten, sondern auch einzigartige Tools bieten, die WhatsApp fehlen. Und mit mehr als 500 Millionen Nutzern, die immer noch wachsen, könnte diese App der Hauptkonkurrent von WhatsApp werden. Kontroverse und Bedenken bezüglich der Datenschutzrichtlinie von WhatsApp zu Facebook. In der Ankündigung der Datenschutzrichtlinie von WhatsApp 2021 wurde erklärt, wie die Messaging-App bestimmte Daten mit Facebook teilen kann, und die Benutzer waren darüber nicht glücklich. Die App behauptet, dass persönliche Gespräche durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt bleiben. Angesichts der Geschichte von Facebook mit Datenschutzfehlern, Datensammlung und Lecks waren die Leute jedoch nicht ganz überzeugt. Wer sagt, dass es keinen weiteren Cambridge Analytica-Skandal geben wird? Die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinie von WhatsApp besagt, dass ihre Kontoregistrierungsinformationen, Telefonnummer, Transaktionsdaten, Informationen zu Mobilgeräten, IP-Adressen und dienstbezogenen Informationen an Facebook weitergegeben werden, wenn sie WhatsApp verwenden, um mit Unternehmen zu kommunizieren. Dies sorgte für Aufruhr unter den WhatsApp-Nutzern und motivierte sie, andere Optionen in Betracht zu ziehen, darunter Telegram. Werfen wir einen Blick darauf, warum einige Benutzer der Funktionen, die WhatsApp-Benutzer führen, stattdessen Telegram als ihre neue Messaging abwählen. Erste geheime Cards. Geheime Telegram-Cards haben eine Reihe von datenschutzorientierten Funktionen. Sie verfügen über eine zusätzliche Sicherheitsebene mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Es umfasst auch andere Datenschutzmaßnahmen, wie das Senden einer automatischen Benachrichtigung im Card, wenn jemand einen Screenshot macht, und das Aktivieren von selbstzerstörenden Nachrichten. Zweite selbstzerstörende Nachrichten. In Telegram können Sie einen Timer für Ihre gesendeten Nachrichten einstellen, um sich in geheimen Cards automatisch selbst zu zerstören. Die Wartezeiten reichen von wenigen Sekunden bis zu einer Woche, und die Nachricht wird sowohl auf dem Gerät des Absenders als auch des Empfängers gelöscht. Dritte die Möglichkeit, Ihre Nummer zu verbergen. Sie müssen Ihre Nummer nicht angeben, um auf Telegram zu gatten. Mit der Benutzernamenfunktion können Sie einen anonymen Benutzernamen erstellen, mit dem Sie stattdessen gatten können, ähnlich wie beim Senden von Nachrichten direkt von einem Social-Media-Konto. Und Ihre Nummer wird in Gruppenchats nicht unbedingt preisgegeben. Telegram gibt Ihnen die Möglichkeit zu kontrollieren, wer Ihre Nummer sieht. In den Einstellungen können Sie es entweder auf jeder, meine Kontakte, niemand einstellen oder nur bestimmten Benutzern erlauben, es zu sehen. Über dieselben Einstellungen können Sie auch verhindern, dass Fremde Sie mit Ihrer Nummer in der App finden. Dies unterscheidet sich deutlich von WhatsApp, wo Ihre Nummer anderen Mitgliedern der Card-Gruppe zur Verfügung steht. Vierte Datenübertragungsgrößen für Telegramme. WhatsApp erlaubt eine Maximaldateigröße von 16 MB für alle Medien, Fotos, Videos und Sprachnotizen. Telegram bietet jedoch satte 2 GB Speicherplatz, das ist die Größe einiger Filmdateien. Ganz zu schweigen davon, dass Sie jede Art von Datei senden können, da Telegram alle Formate unterstützt. Bei WhatsApp ist dies nicht der Fall, da viele Benutzer das Pop-up dieses Dateiformat wird nicht unterstützt befürchten. Fünfter unbegrenzter Speicherplatz. Telegram hat unbegrenzten Serverspeicher. Wenn Sie also in einem normalen Gespräch Informationen auf Ihren Servern speichern, gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Texte, Mediendateien und Dokumente, die Sie senden und empfangen können. Das bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die App ein Limit oder ein Kontingent für Ihr Konto für gesendete Dateien festlegt. Sechster automatisches Speichern in der Cloud.
Da die Server von Telegram kein Speicherlimit haben, müssen sie sich nicht darum kümmern, ihre Cards ständig zu sichern oder wiederherzustellen. Alle ihre Daten, die sich nicht in einem geheimen Card befinden, werden automatisch in ihrer Cloud gespeichert. Sie können sich von beliebig vielen Geräten aus beliebig oft an- und abmelden, ohne dass Daten verloren gehen. Sie müssen sich auch nicht auf Backups von Drittanbieterdiensten verlassen. Siebte Multiplattform-Unterstützung. Telegram kann auf mehreren Plattformen verwendet werden, da es auf iOS, Mac, Android, Windows, Linux, OS und über die Browser-Website verfügbar ist. Dies gibt Ihnen eine große Flexibilität bei der Auswahl des Geräts, auf dem Sie die App nutzen möchten. Achte die Möglichkeit, mehrere Sitzungen abzuhalten. Sie können sich von mehreren Geräten gleichzeitig bei demselben Konto anmelden. Ihre Sitzungen werden auf allen Geräten aktualisiert, da sie sofort synchronisiert werden. Wenn Sie also Nachrichten auf Ihrem iPhone senden und empfangen, während Sie auf Ihrem Mac angemeldet sind, werden die Cards auf Ihrem Mac dies in Echtzeit auf Ihrem iPhone widerspiegeln. Sogar Browser merken sich Ihre Sitzung. Achte riesige Gruppenchats. WhatsApp erlaubt maximal 256 Teilnehmer in einem Gruppenchat, während Telegram maximal 200.000 Mitglieder zulässt. Dies ist nützlich, wenn Sie Gemeinschaften und nicht nur kleinen Gruppen beitreten möchten. Neunte Kanäle. Telegram hat auch die Kanalfunktion. Kanäle ähneln Gruppenchats mit einigen wesentlichen Unterschieden: die Anzahl der Teilnehmer ist unbegrenzt und der Ersteller des Kanals kann steuern, wer auf dem Kanal posten darf. Wer nicht posten darf, kann Beiträge nur ansehen. Zehnte Nachrichten auf Telegram speichern. Wenn Sie eine bestimmte Nachricht erneut aufrufen möchten, müssen Sie sie nicht in den Cards suchen. Mit Telegram können Sie Nachrichten speichern, auf die Sie über gespeicherte Nachrichten in den Einstellungen zugreifen können. Die Funktion fungiert als praktische Ansteck- oder Lesezeichenfunktion, besonders nützlich, wenn Sie sich etwas für später merken möchten, z.B. eine Adresse oder eine Erinnerung, die Ihnen ein Kontakt gesendet hat. 11. Empfohlene Entwürfe. Genau wie bei WhatsApp können Sie eine Nachricht in der Nachrichtenleiste erstellen, den Card verlassen und der Text ist dort, wenn Sie zurückkommen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Telegram Sie an Cards erinnert, an denen Sie Entwürfe haben, die Sie nicht gesendet haben, indem Sie diese im Cardfenster mit Entwurf markieren. Vertrauen Sie uns, das ist sehr nützlich für vergessliche Reporter. 12. Telegram-Nachrichten planen. Wenn Sie eine großartige Antwort auf etwas haben, diese aber nicht sofort senden möchten, oder wenn Sie einer geliebten Person eine Nachtchat-Nachricht senden möchten, können Sie die Nachricht auf Telegram planen. Diese Funktion ist jedoch ein wenig versteckt. Geben Sie Ihre Nachricht ein, halten Sie das blaue Sendesymbol gedrückt, wählen Sie im Pop-up-Fenster Nachricht planen und stellen Sie Uhrzeit und Datum ein. 13. Passen Sie das Aussehen an. Telegram bietet eine breitere Palette von Erscheinungsbildanpassungen, die in WhatsApp enthalten sind. Es scheint endlose Card-Hintergründe zu geben, die sogar mit Ombre-Farben noch individueller gestaltet werden können. Cardblasen und Akzente können auch mit Voll- oder Verlaufsfarben angepasst werden. Außerdem können Sie die Form der Nachrichtenecken und die Textgröße ändern. Sie können auch verschiedene Arten von App-Symbolen auswählen, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden. 14. Open Source Telegram. Telegram ist Open Source, was bedeutet, dass jeder auf den Quellcode zugreifen kann und Sicherheitsforscher die Verschlüsselung der Anwendung auswerten können. Open Source Anwendungen bedeuten auch, dass unabhängige Entwickler Fehler beheben und den Originalcode verbessern können. Diese Projekte können von jedem überall unabhängiger Input erhalten und werden weniger wahrscheinlich durch die Agenda des Unternehmens eingeschränkt. Dies führt letztendlich zu einem benutzerfreundlicheren und offenen Projekt. 15. Häufige Updates. Ein weiterer Grund, warum die Leute von WhatsApp zu Telegram gewechselt sind, ist schließlich die dynamische Natur der Telegram-App. Das Team erweitert ständig Funktionen und führt neue Funktionen ein. Obwohl Telegram bereits mit mehr Funktionen ausgestattet ist als die meisten Messaging-Apps, überrascht es die Benutzer alle paar Wochen oder Monate mit zusätzlichen Updates. Es könnte an der Zeit sein, WhatsApp von Telegram zu verlassen. Die neue Datenschutzrichtlinie von WhatsApp hat viele Nutzer verunsichert. Wenn Sie einer von ihnen sind,
sollten Sie die Vorteile der Verwendung von Telegram berücksichtigen, die wir hier erwähnt haben. Es hat sicherlich viel zu bieten in Bezug auf Datenschutz, Gesamtstruktur und zusätzliche Funktionen, die die Leute dazu bringen, ihre Links zu WhatsApp zu überdenken. Am Ende des Videos bedanke ich mich fürs Zuschauen und sehe dich in einem neuen Video.